Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Es ist wieder Wochenende und deswegen auch Vlogging-Time. Wir nehmen euch mit durch unseren Tag. Seid gespannt, was euch erwartet. Ich bin es nämlich auch. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Außer kurz zum Kindergeburtstag gehen. Oder nicht kurz, sondern wir gehen zum Kindergeburtstag. Und bis dahin haben wir noch eine Menge Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin so K.O. Dieses Wochenende war so nötig. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einem guten Frühstück. Viel Spaß. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass jeder zweite Vlog mit einem Frühstück anfängt, aber ist halt auch einfach so, ne? So unser Tag fängt halt immer am Wochenende mit einem Familienfrühstück an. Ella wünscht sich das auch ganz explizit. Die sagt immer auch, können wir morgen wieder ein Familienfrühstück machen? Das impliziert gemeinsames Frühstücken am Tisch mit Brötchen, mit Frischen, mit Nutella und Eiern und Speck manchmal. Also wirklich volles Programm und Orangensaft. Das ist immer so unser Familienfrühstück und das zelebrieren wir auch richtig und deswegen seht ihr das halt auch so oft, ne? Und ja, ansonsten haben wir heute einen relativ ruhigen Tag. Der startet Gott sei Dank auch ein bisschen ruhiger, aber mir geht's gar nicht so gut. Bin heute mit so einem Hals aufgewacht. Ich habe richtig dicke Mandeln und Schmerzen beim Schlucken und durfte auch eine Stunde länger schlafen. Aber in dieser Stunde hat mein Sohn einfach alle Adventskalender auseinandergenommen und das habe ich natürlich auch gehört. Kein Problem für mich. Und ja, jetzt haben wir alle keine Adventskalender mehr. Das Kind ist glücklich und naja, was soll's, ne? Ich hoffe, dass es mir im Laufe des Tages ein bisschen besser geht. Ich sehe aber auch irgendwie, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich nicht frisch aussehe. Ich glaube, es geht noch, aber ich sehe mir an, dass ich eine blöde Nacht hatte. Aber gut, das kriegt man alles mit einem guten Make-up wieder hin. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, kümmere ich mich nachher drum, jetzt gibt es erstmal Familienfrühstück. Could dry out in the sun for you, follow the deep dark ocean down for you. I'd build the biggest kite and spend all of my time giggling, daydreaming is my new middle name. This is not a game for me. Wir haben übrigens ein Kind, das nie hingefallen ist als kleines Ding. Und ein Kind, was halt ständig hinfällt. In anderthalb Jahren locker 50 Mal schon hingefallen und auch wirklich mit Wunden. Und ja, so ein typischer Junge halt. Und gerade ist er uns auch wieder gegen den Schrank gefallen, hat jetzt hier so eine Riesenbeule. Aber es stört ihn halt auch gar nicht, ne? Der weint ganz kurz und dann ist wieder gut. Voll krass. Wir haben uns gerade übrigens über Weihnachtsgeschenke unterhalten. Wir wissen ja so ungefähr, was uns erwartet in diesem Jahr und wir haben auch wieder eine Regel aufgestellt, dass bitte nur das geschenkt wird, was weitergegeben wurde als Geschenkidee und nicht noch 12 Sachen nebenbei. Ja, das machen gerade Großeltern ja sehr, sehr gerne. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute mal, sofern wir das jetzt noch schaffen, ein bisschen in Ellas Zimmer ausmisten und aufräumen und mal ein bisschen sortieren, weil sie hat wirklich sehr, sehr viele Sachen, mit denen sie nicht richtig spielt, weil sie sie vielleicht auch gar nicht sieht, weil sie überhaupt nicht in Greifnähe sind. Und Kinder kannst du ja da schon so ein bisschen lenken. Und klar, sie hat halt immer etwas, womit sie immer spielt, sind ihre Barbies beispielsweise. Das ist so ein All-Time-Favorite oder Playmobil. Und das ist auch immer so da, dass man das sofort sieht und dass sie damit sofort spielen kann. Aber es gibt halt auch Spielzeug, was ein bisschen, ja, was man auch zusammen machen kann oder so. Und das werden wir mal hervorholen und irgendwie mal so platzieren, dass ihr da auch dran kommt. Das gehen wir gleich mal an, oder Hase? Ihr könnt jetzt hier abonnieren. Es hat genickt vorher. Es dauert also nicht 3 Jahre, bis mich aber reagiert. War übrigens ein sehr gutes Frühstück, aber irgendwie waren wir die Einzigen, die was gegessen haben. Die Kinder hatten nicht so einen Hunger. Schade eigentlich. That is all I see. I got a PhD in love. Während ich mich jetzt hier so
fertig gemacht habe, haben wir ganz spontan entschieden, dass wir jetzt alle erstmal baden gehen. So, jetzt alle erstmal eine Wanne nehmen. Ich gehe jetzt mit den Kindern baden. Micha geht duschen. Und so lässt sich das einfach auch ein bisschen angenehmer in den Tag starten. Und bei mir ist sowieso notwendig. Wir sind ja so, wir müssen sowieso schicki machen alle, weil wir sind ja zum Geburtstag eingeladen. Und deswegen starten wir jetzt einfach so den Tag. Na, und danach können wir dann Mittagsschlaf machen und während, also mein Plan ist, während Bennett Mittagsschlaf macht, räumen Micha, Ella und ich ihr Zimmer auf. Aber wir wissen ja alle, wie das so mit Plänen ist. Ne? Die werden ja meistens dann über Bord geworfen, weil die Kleinsten im Bunde keinen Bock drauf haben. Mal gucken. So, der Pini, der ist jetzt da. Bist du schon nackelig? Bist du schon nackt? Ja, ja, er ist schon da und wartet jetzt auf unsere Wanne. Also spring ich mal mit ihm rein. Daydreaming is my new middle name. This is not a game for me. Ella möchte gerne ein neues Weihnachtslied lernen und ich habe in meiner Kindheit immer ganz viel Wolfgang Petri gehört und meine Mama hatte damals ein Weihnachtsalbum von Wolfgang Petri und das kann ich wirklich in- und auswendig und eins dieser Lieder, das ist auch ein normales Weihnachtslied, kenne ich aber nur von ihm. Und habe ich gerade Ella vorgespielt und jetzt üben wir es zusammen. Ja, mein Schatz. Was denn? Ich finde ja auch. Dann komm runter, Schatz. Das ist ein Handtuch, ne? Ja, und das ist die Kamera. So, jetzt singen wir Ella, okay? Eine Mu, eine Me. Eine Tute, eine Rute. Okay, eine Hopp. Eine Didel-Dadel-Dumm, eine Ratter. Das bringt sie total durcheinander, dieses Ratter-Ching, Ratter-Bumm. Da sagt sie so, Mama, du sprichst ja Englisch. Ja, ja, du bist jetzt auch dran. Jetzt singen wir beide auch mal. Ich mach mal sein Lieblingslied an. Imagine it is my new best friend. Kurz gesagt, wenn alle Kinder so mitmachen wie geplant, dann wird unser Tag so aussehen, wie wir uns den vorgestellt haben. Es gab jetzt kleine Komplikationen und der aktuelle Stand ist, Ella macht Mittagsschlaf und Bennett sitzt neben mir. Also ich muss jetzt noch schnell das Geschenk einpacken und ein bisschen Ordnung machen. Es sieht aus hier und mit dem Ausmisten, das kriegen wir halt nicht mehr hin, oder? Ich bin auch, meine Muße ist jetzt gerade auch nicht unbedingt mehr vorhanden. Vielleicht machen wir es heute Abend oder ich mache es einfach mal irgendeinen Tag nach der Arbeit. Und wenn ihr Bock darauf habt, dass ich dabei die Kamera mal laufen lasse und euch einfach mal zeige, worauf wir so Acht geben, wie ich das auseinanderräume, auseinandersortiere, aufräume, wie auch immer, dann macht mal bei der Abstimmung mit. Ich packe euch das gleich mal rein. Und dann, ja, wird das, lasse ich da vielleicht die Kamera laufen. Vielleicht wird das nächste Woche was, mal schauen. Ist jetzt auch nicht oberste Priorität. Wir müssen auf jeden Fall aber ihren Tipptoy-Stift wiederfinden, weil die hat mich zum Nikolaus ein kleines Tipptoy-Buch bekommen, so mit Ballerinas und so. Und das möchte ich gerne angucken, aber ich finde den Stift nicht mehr. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie unordentlich dieses Zimmer ist. So, und wir chillen jetzt hier alle ein bisschen. Und dann hoffen wir, dass Ella ein bisschen bessere Laune hat, wenn sie wieder wach ist. Alles total durcheinander. Micha hat Bennett jetzt noch ins Bett gebracht und irgendwie ja, sind wir ziemlich spät dran und ich glaube, wir werden ein wenig zu spät kommen zu diesem Geburtstag. Soll jetzt auch einfach so sein. Wir müssen echt darauf hören, wenn die Kinder schlafen wollen, dann müssen sie auch einfach schlafen, weil Ella, die braucht das manchmal auch noch. Ne? Viele Menschen denken ja, eine Vierjährige muss keinen Mittagsschlaf mehr machen und sie macht auch in der Kita rein theoretisch auch keinen mehr, aber ich finde, wenn die Signale da sind, sollte man schon drauf hören. Und die waren definitiv da. Und deswegen lassen wir sie jetzt einfach noch schlafen. Der Geburtstag ist Gott sei Dank hier um die Ecke. Und es sind auch
nur Eltern da, die diese Situation auch kennen. Von daher alles kein Problem. Ich möchte kurz die Ruhe nutzen und euch mal 2, 3 Tipps für den Weihnachtsmann geben. Ich bekomme immer mal wieder auf Instagram die Anfrage, gerade was Bennett angeht, was wir denn zu Weihnachten schenken. Bei so einem 4-jährigen Mädchen ist es schon ein bisschen einfacher. Bei Bennett ist es schon ein bisschen schwieriger. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir auch nur wirklich eine ganz kleine Kleinigkeit. Einfach weil wir noch alles von Ella haben. Und weil er auch zum Geburtstag schon richtig schönes Spielzeug bekommen hat, womit die beiden zusammen sich sehr, sehr schön beschäftigen. Und deswegen ist jetzt einfach nichts anderes notwendig. Und er bekommt von uns ein Buch. Welches Buch das ist, verlinke ich euch mal in der Infobox. Und auch noch einen anderen Tipp. Denn er bekommt von den Großeltern auch was ganz, ganz Feines. Könnt ihr mal in die Infobox gucken. Ich zeige euch jetzt noch 2 Sachen, die er zum Geburtstag bekommen hat, die aber, wie ich finde, auch eine schöne Sache zu Weihnachten sind. Und das ist zum einen dieser Rucksack. Bennett hat zwar alles, ne, so von Ella noch die ganzen Überbleibsel und so, aber Ella hat nur Mädchenrucksäcke. Und deswegen dachten wir uns im Sommer dann, Bennett bekommt einen Rucksack, denn auch er macht mal Ausflüge mit der Kita. Es ist zwar noch ein bisschen hin oder schläft mal irgendwo anders und dann hat er seinen eigenen. Und ich mag es ja sehr, sehr dezent. Und deswegen ist der von Small Stuff hier, finde ich, eine sehr, sehr schöne Alternative zu all dem bunt bedruckten, was es so gibt. Ein weiteres Highlight aus unserer Spielzeugkiste. Wir haben übrigens hier, weil Bennett hat ja noch kein eigenes Zimmer, immer wieder überall in der Wohnung verteilt solche Kisten. Da schmeißen wir dann alles rein. Das ist auch der Grund, warum bei diesem Zug ein Teil fehlt. Also es ist nicht weg, aber es ist irgendwo verteilt in dieser Wohnung. Die beiden spielen sehr, sehr intensiv damit, aber sie packen meistens andere Sachen rein als die Tiere, die dazugehören. Der ist super süß. Da hängen die Teile hier zusammen. Das kann man alles auseinanderbauen. Sieht man das hier? Ich zeige euch das auch gleich nochmal in Action. Super schön, ne? Alles auseinander. Gerade für das Alter von Bennett, was die Motorik angeht. Richtig toll. Auch Ella spielt ganz viel damit. Die packen sich dann hier irgendwelche Playmobil-Figuren oder irgendwas aus dem Überraschungsei rein und dann fahren die das durch die Gegend. Also wenn ihr noch so total ratlos und ahnungslos seid, ist das eine schöne Idee. Ich habe sogar einen kleinen Rabattcode für euch von ElchKids. Da bekommt ihr die ganzen Sachen nämlich auch. Ich verlinke euch das in der Infobox natürlich und blende euch hier jetzt gleich mal den Code ein, den ihr natürlich verwenden könnt. Und wir werden jetzt noch ein Käffchen trinken. It's Coffee O'Clock. Coffee O'Clock. Und dann, ja, ich muss immer noch in Ordnung machen, wie ihr sehen könnt. Das ist einfach richtig. Heute ist nicht der Tag für Ordnung und für einen geregelten Ablauf anscheinend. Also alles läuft hier heute irgendwie aus dem Ruder und alles anders, als wir es geplant haben. Aber ich möchte ja nicht meckern. Solange es uns allen gut geht, kann auch mal total unordentlich sein. Ich habe vorhin nämlich zu Micha gesagt, egal in welchen Raum ich momentan reinkomme, es ist Chaos und es nervt mich. Und es macht mir innerlich so eine... Ich ärgere mich darüber und ich brauche Ordnung um mich herum, sonst kann ich nicht sein. Kennt ihr das? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ich damit alleine bin oder ob ihr auch so seid, dass ihr einfach Ordnung um euch herum braucht oder euch... Ich fühle mich dann so rastlos. Versteht man das? Das ist so als immer, als wenn irgendwas unerledigt ist, wenn es so unordentlich ist. It's my new best friend. Red is all I see. Got a PhD. Das Wetter nicht. Alle weniger gut drauf, alle happy. Und weil das ja ein Kindergeburtstag ist und es da zu filmen ziemlich unhöflich wäre und halt auch echt nicht schön, weil wir müssten sowieso alle Kinder weglassen. Und das ist ja der Grund, warum die Party überhaupt stattfindet. Also von daher verabschieden wir uns an dieser Stelle. Schatz, magst du Tschüss sagen? Adio, adio Mexiko. Oh, los, es regnet ganz schön. Ich komme bald wieder zu dir zurück. Tschüss, ihr Süßen, danke fürs Zuschauen und beantwortet mir die Frage, die ich euch vorhin gestellt habe. Ich weiß leider nicht mehr, was für eine. Tschüss, Ella. Tschüss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über euren Daumen nach oben. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Ihr könnt nämlich jetzt hier klicken, dann folgt ihr unserem Kanal und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, denn dann seid ihr mal up to date. Und wenn ihr hier und hier klickt, dann kommen noch 2 weitere Videos, falls ihr noch ein bisschen Zeit mit uns verbringen wollt. Tschüss! Es regnet!